Ah, gerade so geschafft. Du schaust hindurch, es ist dunkel. Du kannst aber erkennen, dass sich die Schranktür auf der Innenseite leicht bewegt. Das kannst du auch hören. Das kann jetzt auch immer auf der Seite hören. Ja, Irgendwie immer steht mit dem böse. Rücken, steht sozusagen mit dem Rücken zu Ragnar, oder also so halb mit dem Rücken zu Ragnar und deckt ihn in den anderen Raum hinein, sozusagen, dass Ragnar nicht in den Rücken reinspringt. Ja. Irgendjemand ist da wohl drin im Schrank. Ja, ich würde dann auch immer antippen und auf diesen Schrank deuten. Immer schaut dir das fragend an, weil du vor einem Schlüsselloch hockst und dann auf die Tür maximal zeigst für Ach ihn aus so, seiner Sicht. ja, dann winke ich dich ran und gehe dann quasi in die Stellung, die du vor Gas warst. Und ja, deck dir quasi den Rücken, während du dir das ansehen kannst. Hilft da Dämmerungssicht? Ja, würde ich zulassen. Ja. Da ist wohl irgendjemand im Schrank und der klopft von der Innenseite leise, vielleicht ein bisschen verzweifelt gegen die Schrankwand im dunklen Zimmer. Ja, immer drückt mal die Klinke sanft und leise herunter und versucht sie mal gucken, zu gucken, ob die Tür aufgeht oder ob sie abgeschlossen ist. Ist nicht verschlossen. Nur geschlossen. Ja. Wenn die Tür ungefähr 2 Zentimeter, so ein Fingerdick weit auf ist, wir die Klinke langsam wieder nach oben ziehen lassen und Richtung Ragnar schauen und in den Raum hineinnicken. Und dann die Tür in der Hockstellung ist er schon fast, also etwas gebückte Haltung, die Tür sanft aufmachen, um weiter in den Raum hineinschauen zu können und sich erstmal umzuschauen. Vielleicht notfalls auch die Tür schnell wieder zureißen zu können, falls da unten so ein wilder Hund oder so ein Scheiß ist. Bisschen Ragnar würde Staub, der sich auch. hier abgesetzt hat. Ragnar würde jetzt inzwischen auch mal seinen Morgenstern in die Hand nehmen. Nicht seinen Morgenstern, seinen Streitkolben in die Hand nehmen. Na, wenn immer das sieht, nickt er dir zu, stellt seinen Rucksack ab, macht den Rucksack auf, holt einen Säbel raus, hängt ihn sich in den Gürtel, den Rucksack wieder auf den Rücken, nimmt den Säbel in die Hand und wird dann langsam in den Raum hineinschleichen. Richtung Schrank, in der Hoffnung, dass man irgendwas hört. Schleichprobe. Viel zu leise, könnte immer noch so verzweifelte, leise Rufe, fast schon die Hoffnung aufgegeben, immer wieder tockt es von der Innenseite des Schrankes dagegen. Ja, man schaut mal Ragnar an, macht mal mit den Handzeichen, Attack, ne, so mal so ein Fragezeichen, so, ja. Ja, ich würde sagen, auf Attack nicht jetzt. Immer nickt und schaut nach, ob es im Raum noch weitergeht oder das ist das Einzige, was hier in dem Raum ist. Also der Typ mit dem, nein, die Person, die da höchstwahrscheinlich drin ist, im Schrank. Wie gesagt, sehr staubig, die Piratenräume. Das ist wohl, ja, vom Fundus her, der Stuhl ist ein bisschen wertvoller. Könnte das Büro sein von dem Leiter, der hier Ja, arbeitet. man guckt einfach nach, ob man sanft und leise mal den Schreibtisch so ein bisschen durchsuchen kann, nach ein, zwei wertvollen Sachen vielleicht. Das sei gestattet. Ja, findest du einen ziemlich wertvollen Brieföffner aus Gold, ein paar Münzen mit einer Fuchsfigur drauf. Das ist kein Dukate, kein wohl irgendwie aus einem Metall, was dir nicht ganz klar ist, leicht silbrig leuchtend mit Fuchsprägung. Ja, man reicht die Sachen immer mal so an Ragnar sanft weiter, dass er das in meinem Rucksack verstaut oder sich selbst irgendwo einsteckt. Ja, Ragnar nickt dir anerkannt zu. Er wäre auf die Idee gar nicht gekommen, jetzt hier den Fuchsbau auszuräumen. Aber der Name lädt ja quasi schon dazu ein. Und wenn man dann so 3, 4 Sachen da rausgeholt hat, dann schaut dich an und nickt Richtung Tür. Da würde Ragnar dann auch wieder leise hinschleichen und ja, Und machen die die Tür leise Tür. wieder zu. Genau. Der wird schon doch gleich befreit und nicht jetzt. Ja, Ja, genau. wo seid ihr? Ihr seid jetzt zu der Tür, die ihr eben aufgemacht habt, ne? Ja, gibt es einen Plan oder so, dass ich das die ganze Zeit übersehe, weil ich bin ganz auf dem Gibt es Gartenplan? nicht. Nein, gibt es nicht. Gut. Ihr könnt erkennen, wie sich wohl die Tür. Es geht, eine Tür geht auf, und zwar die von. Muss gerade gucken. Die Tür zu den Umkleidekabinen geht auf. Das war die zweite. Und zwei halbnackte Tänzerinnen kommen raus, öffnen die Tür, und die Tür, die du angelehnt hattest, wird geschlossen. Danach drehen sie sich wieder um und gehen zurück.
zurück die in die Tür, Ostern, die ich, welche Tür weißt du jetzt nicht angelehnt hatte? Die Tür, die Ragnar geknackt hatte, die nach draußen führt. Die hat das so. Ja, die Tür habe ich zugemacht und nicht abgeschlossen. Okay. Ach so, nee, gut, dann. Habe ich doch extra gesagt, dass ich die Tür zumache, aber nicht abschließe. Ah, okay, dann, du hast sie angelehnt. Entschuldigung. Nee, absichtlich nicht, damit die nicht klappert oder so ein Scheiß. Ja, dann würdest du sehen, dass sie die jetzt von innen wieder zuschließt und geht danach wieder zurück. Das heißt, sie ist einfach da rausgekommen, zu Tür, knallhart, einfach eiskalt direkt zur Tür gegangen, zugeschlossen, wieder gegangen. Genau. Ja, Ömer schaut etwas, der sieht schon kreidebleich Ragnar an, als er das Spektakel sieht, und zeigt Richtung zur Ausgangstür, etwas hektisch mit dem Finger wedelnd. Also ich hab's jetzt gerade immer noch nicht ganz verstanden. Da ist jetzt gerade eine halbnackte Frau gekommen. Also, ihr seid jetzt in den Privatgemächern dieses Direktors, der vom Fuchsbau. Habt ihr gerade den Schreibtisch ausgeräumt? Und in dem anderen Raum, da wo ihr reingekommen seid, da hat sich jetzt eine zweite Tür geöffnet. Zwei halbnackte Tänzerinnen kamen aus der Umkleide in diesen Vorraum, sind zur Tür gegangen, zielstrebig, haben die Tür wieder verschlossen, haben sich umgedreht und sind wieder zurück in die Umkleide gegangen. Ja, ich würde sagen, ich werde auch ein wenig bleicher und nicke immer bekräftigen zu und würde da ganz gerne auch zur verschlossenen Tür wieder hingehen. Die wieder aufknacken und raus. Ja. Okay, ja, Schlösserknackenprobe sei dir gestattet. Musst du jetzt nicht werfen, vor allem wenn der Schlüssel eben auch steckt. Kannst einfach aufschließen und kannst dann wieder zur Tür nach draußen hechten. Dort triffst du dann auf... Ich werde den Schlüssel übrigens mitnehmen. Okay, Iolaus... Ich mach die Tür wieder zu und folge Ragnar. Ja. Ich werde die Tür von außen abschließen. Das kannst du machen. Unter meinem kleinen Mantelchen, den ich trage, also meine Jacke, habe ich sozusagen so mein Säbel jetzt noch versteckt, dass nicht die nächste Stadtwache mich anhält und aufknüpft. Gut, dann kommt ihr zurück zu Iolaus, Torgrosch und Jala. Ja, da seid ihr. Aber Alter, Ragnar, Alter, die hat einfach die Tür zugemacht, die müssen doch wissen, dass wir da sind. Oh, ich verstehe das auch nicht. Da kommt einfach irgendwer und schließt eine Tür ab, von der man doch annimmt, dass sie zu ist. Oh mein Gott. Das ist schon gruselig. Ich glaube, das sind Dämonen, die uns beobachten oder sowas. Jetzt fangt von Anfang an. Wie sieht es aus? Wir haben nur einen Raum durchsucht. Da scheint jemand in einem Schrank eingesperrt zu sein oder so. Ein armer Kerl oder arme Frau. Kann ich nicht genau ausmachen. Und als wir da rauskamen und uns weiter umschauen wollten, kamen einfach zwei halbnackte Tänzerinnen aus der Umkleide, haben die Tür, die wir vorher extra sozusagen mit Dietrichen aufgeknackt haben, haben die einfach abgeschlossen, obwohl die Tür eigentlich abgeschlossen sein müsste, und sind dann wieder gegangen. Also, ich denke, die haben irgendwie bemerkt, dass wir da sind. Du bist dir sicher, dass die nicht einfach nur sehen wollen, ob die Tür abgeschlossen war? Nein, sie haben es ja nicht nur geprüft. Sie haben die Tür einfach wieder abgeschlossen. Ja. Vielleicht eine magische Sicherung? Jolaus? Es ist möglich, dass entsprechend Leute dort drin sind und magisch kontrolliert werden. Oder irgendwelche Dämonen oder so, die was beobachten. Also, da sollten wir nur noch mit Kampfverstärkung rein. Das ist zu riskant. Da sind übernatürliche Dinge am Werk. Da kann ich nichts gegen tun. Konntet ihr die ohne sehen? Was? Nein, wir waren nur im ersten Raum unten drin. Im ersten Raum, gut. Und dann haben die schon reagiert. Das ist wie Teufelswerk. Wie Dämonenwerk, meine ich. Haben wir, Iolaus, was schlagt ihr vor, wie wir da vorgehen? Sollten wir den Mannstrahl rufen? Wenn sie sich dann rufen lassen. Nun, wenn wirklich hochrangige Dämonen sich hier aufhalten, wäre es besser. Außer natürlich, ihr seid der Meinung, ihr schafft es. Dämonen machen mir wenig Sorgen, aber wenn da irgendwelche magischen Fallen sind, bin ich denen natürlich reichlich schutzlos ausgeliefert. Ich werde in der Lage sein, Fallen zu entdecken, nicht unbedingt entschärfen. Gut, entdecken reicht das dann mal. Dann würde ich denken, wir gehen rein. Also ihr könnt da gerne als erstes reingehen. Dafür bin ich da, Ragnar. Hier ist der Schlüssel. Weil sie wieder abgeschlossen haben. Mit einem neuen Schlüssel. Praktisch, dann müssen wir nicht knacken. Ja, fallen ja auch nicht die Tür eintreten. Haben sie sich überhaupt unterhalten oder waren sie einfach stumm? Wir waren stumm. Die sind einfach nur zu zweit an diese Tür getreten und einer hat sie abgeschlossen und die andere stand nur daneben. Und dann sind sie wieder gegangen. Das hört sich wirklich nach magischer Kontrolle an. Aber warum? Was ist das für eine magische Sicherung? Vielleicht liegt ein Zauber auf der Tür, der ihnen sagt, wenn sie aufgeschlossen wird oder so.
Ja gut, dann wissen die jetzt, dass da irgendwas war, was da nicht hingehört, weil irgendjemand die Tür wohl aufgeschlossen hat. Gut, wir machen das so. Wir schließen die Tür auf, wir gehen rein. Wir bewegen uns so schnell wie möglich. Jolaus, du sagtest, das Artefakt sitzt oben, ja? Ja, der Vektor hat definitiv auf den Turm gezeigt. So schnell wie möglich nach hoch in den Turm. Wenn jemand zwischendrin Schwierigkeiten macht, wird er so gefühlvoll wie möglich aus dem Weg geräumt. Das Wichtigste ist, dass wir das Artefakt finden. Alles andere ist sekundär. Verstanden? Gut. Ömer packt seinen Säbel wieder zurück in seinen Rucksack, setzt den Rucksack auf und hat sich aber so ein Stück Stoff rausgeholt. So ein Turban. Ja, Ragnar würde weiterhin seinen Burgenstern da irgendwo unter einem Mantel führen. Ömer nimmt seinen Dolch, schneidet zwei Löcher gezielt in den Turban hinein und wickelt das dann um sein Gesicht und hat jetzt, naja, aus den zwei Löchern kann er rausgucken. Was soll das denn? Nur so, ich will nicht erkannt werden. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich klappe mein Helmvisier runter und wir gehen los. Ja, dann über den Hintereingang werdet ihr wieder zur Tür geführt. Sie ist, Ragnar, du hattest abgeschlossen, ne? Ja. Hast du abgeschlossen? Ja, Ragnar hatte den Schlüssel von der Innenseite genommen, hat dann abgeschlossen, also konnte dann Jalan mit dem Schlüssel wieder aufschließen. Ich schließe auf, gebe dann Ragnar den Schlüssel, mach hinter uns wieder zu. Du kannst auf der linken Seite von dir kannst du jetzt irgendwas schwach hören auf der Hinterseite. Den sollten wir übrigens erst später freilassen. Der auch irgendwie magisch, der könnte auch irgendwie magisch beherrscht sein. Jolo, seht ihr das an? Ragnar schließt die Tür wieder zu. Vielleicht macht die Tür zu, aber ich schließe nicht ab. Mit dem Schlüssel. Schließt die Tür nicht ab. Warum nicht? Ja, immer schließt er die Tür ab und steckt den Schlüssel ein und nickt Ragnar zu. Danke. Gibt dann die Handzeichen, wenn Jala nicht mehr guckt, von wegen, ich schließe gleich wieder auf. Alles klar. Dann warte jetzt erstmal darauf, dass Jala und die anderen einige Schritte im Raum drin sind, dass man so ein bisschen vielleicht durch Ragnar Deckung bekommt und dann die Tür leise und heimlich wieder aufschließt. Jolo aus der Schrank. Und den Schlüssel wieder einsteckt. Gut, ich werde ihn betrachten. Es dauert einen kleinen Moment. Ich gehe schon mal ein paar Schritte. Kann man von hier aus schon eine Treppe sehen oder einen Aufgang? Wie viele Türen gibt es? Also, du stehst jetzt in diesem Zwischenraum, in dieser Schreibkammer. Zwei Türen, eine nach links und eine nach vorne. Auf der vorderen Tür umkleiden. Und auf der linken Tür, da wo dieses Weinen und das Schreien oder das Stammeln herkommt, da steht dann die Privatgemächer drauf, was ich eben sagte. Gut, dann Tür auf, rein da erstmal. Ja, auf der Innenseite, du bist auch wesentlich lauter als die anderen beiden, kannst du jetzt auch deutlich hören. Soll ich schleichen würfeln? Nee, du bist ja jetzt durchgegangen. Okay, gut. Und jetzt auch lautes Weinen und Hilferufe von der Innenseite des Schrankes. Oder, also, was heißt laute Hilferufe? Zumindest sind sie erstickt. Vielleicht durch sowas wie ein Knebel. Also, es kommt nicht wirklich zwischen seinem Mund heraus, aber da ist jemand im Schrank. Gut, ich möchte mich gerne in eine Ecke des Raums stellen und dann auf Sichtbereich den Zauber machen, sodass ich so viel wie möglich von dem Raum selbst noch sehe und den Schrank. Ja, ich stelle mich dorthin. Ich werde 4 Kampfrunden brauchen. Konzentriere mich und spreche leise oder im Arcanum. Leise, das ist ja schön. 7 Punkte Erschwernis. Vor allem. Also ich schreie es nicht. Die richtige Zauberformel bitte. Laut und deutlich aussprechen für eine ganz normale gildenmagische Geste. Hier geht es nicht um Flüstern oder um leise Murmeln. Genau, ansonsten. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht zu laut, dass man uns nicht überall hören kann. Das meine ich damit, dass ich leise spreche. Ja, dann kann man die Tür zumachen, aber ansonsten laut und, also was heißt laut? Deutlich. Deutlich. Vor allem deutlich. Ja, okay. Genau, ich spreche es deutlich, aber ich schreie es nicht. Das will ich damit ausdrücken. Dann sag es doch. Oder im Arcanum Senserei. Was ein Hauch von Zauberei. Weht da ein Hauch von Zauberei. Was macht der Zwerg? Ich möchte, haben die mir gesagt, aus welcher Tür vorher die Tänzerin kam? Also kann ich das mir zusammenreimen? Rein logisch? Wo rein logisch? Es gibt hier nur 2 Türen.
Okay, ja, dann möchte ich auf die andere Tür achten. Also halt die, in der die nicht drinstehen. Ja. Während Magister Iolaus seinen Zauber spricht, kann Torgosch erkennen, wie die Tür zur Umkleide wird aufgemacht und zwei Frauen halbnackt kommen heraus, herausragend aussehen, zumindest für Menschen, und schauen dich verwundert an. Dann beginnen sie zu tanzen. Großlinge? Und ich schaue die anderen mal fragend an. Ja, dann können das jetzt erkennen, wie der Torgosch mit seinem Speer steht. Die Damen kommen an dich heran und umschmeicheln dich, krabbeln dir durch dein Bart und umtanzen dich. Bauchtanz, alles. Fangen ja, ich dich hau die weg. Ja, lösen sich auf. Großlinge. Großlinge. Aber den Schlüssel haben wir doch real in der Hand, oder? Ja. Die Tür von der Umkleide steht immer noch auf und du kannst da wohl auch reingucken. Da stehen immer noch drei andere Frauen, die genauso aussehen und die sich da wohl gerade anziehen, Mund aufmachen und es sieht wohl so aus, als ob sie sprechen, aber es kommt halt nichts aus ihrem Mund heraus, als ob sie unter sowas wie einem Silenzium stehen würden. Aber ja, dann irgendwann gucken sie auch beide dann oder alle drei dann in deine Richtung und kommen ebenso auf dich zu und kommen aus dem Raum, aus der Umkleide heraus. Die eine mit so einer Federbohr um den Hals, die andere mit offenem BH-Verschluss und ja, fangen auch wieder an zu tanzen. Völlig treten geräuschlos. Die in meinen Sichtbereich? Nee, du stehst in einem anderen Raum und das bekommst du so nicht mit. Na gut. Piekst die immer mal so leicht und will gucken, ob die dann anfangen zu bluten oder ob die sich einfach auflösen. Ja, ich bin neugierig. Ich guck mal, ob ich den BH aufmachen kann. Kannst du. Kannst du, die Brüste sehen hervorragend aus, perfekt geformt. Richtig kleine Brustwarzen, super. Also wenn ich jetzt nicht dann, gerade auf einer Geheimmission unterwegs wäre. Ja, zu deiner Verärgerung, Torgosch piekst da gerade rein und sie werden kurz unsichtbar, sie flackern kurz. Ein zweites Mal wird gepiekst, dann lösen sie sich auf. Oh, scheiße. Ah, diese Fanta-Dings, die ist ja ganz nett eigentlich. Ihr seid schon komisch, Großlinge. Was seid ihr echt seltsam? Ruhig. Entschuldigung. Herr Jalan, hier ist nichts magisch. Immer steht an der Eingangsausgangstür und lauscht immer so ein bisschen nach draußen, ob da von da aus Leute kommen. Wunderbar, dann machen wir mal auf. Und damit machen wir die Tür auf. Vom Schrank. Ja. Ein kleiner Mann sitzt in dem Schrank, gefesselt, mit Knebel im Mund, ziemlich schlank, seine Perücke ist wohl auch verrutscht. Kannst wohl auch erkennen, wie er da wohl noch andere Stoppeln unter seinen Haaren hervorlugen, also definitiv mit Perücke. Und ja, er hat eine ziemlich große, komische Nase, aber schaut dich dann verängstigt an und weicht ein bisschen zurück. Ich ziehe ihm den Knebel ab. Sei ruhig. Wie heißt du? Wer bist du? Und was tust du in diesem Schrank? Thomas Sauvé, Eros, bonsoir, ID? Je m'appelle Maréchal Dal Pato, Principal. Iolaus, sprichst du Horati? Sprecht ihr Horati, verzeiht. Nur ganz gebrochen. Ich bin Maréchal Dal Pato, der Principal. Schön, dass ihr mich gerettet habt. Ich war so lange in diesem Schrank. Warum seid ihr in diesem Schrank? Signor, mes amis, Ich wurde gefangen genommen. Ein geckenhafter ein Mann tauchte hier auf vor ein paar Tagen und er nahm mich gefangen. Ich habe mich eldenhaft mit ihm duelliert, aber er hat mich einfach besiegt. Lasst euch kurz. Wir suchen eine Urne. Etwa ein Schritt, eineinhalb Schritt groß, mit Silber beschlagen, Symbolen außen drauf. Non, Monsieur, den habe ich nicht gesehen. Nur diesen hochaufgeschlossenen Mann, ein gut gekleideter Mensch, mit 40er, mit Bart. Oh, dieser Bart. Und er hat mich herausgefordert und besiegt, und dann hat er mich in diesen Schrank gesperrt. Wie hat er euch in den Schrank gesperrt? Das vermute ich, dass er es war. Zumindest bin ich... Ich habe mein Bewusstsein verloren, müsst ihr wissen, nachdem ich heldenhaft gekämpft habe. Und natürlich. Danach bin ich hier aufgewacht. Ich habe Durst. Meine Kehle ist trocken. Ich war so lange in diesem Schrank. Ich dachte, ich muss sterben. Reicht endlich. Oh, Monsieur. Ich werde euch jetzt losmachen. Ihr werdet die Tür nach draußen nehmen.
Ach, die ist zugeschlossen. Ich werde ein Theaterstück auf euch über euch schreiben. Ich werde euch jetzt losmachen. Und dann bringen wir euch hier raus. Aber ihr müsst leise sein. Eros. Ich mache ihn los. Muss ich nicht nehmen, wir haben Meister herbei. Ja, er reibt sich dann auch die ziemlich abgebundenen Hände, reibt sich da mal drüber, kannst auch sehen. Er ist wirklich ziemlich schlank, er sieht nicht aus wie ein Kämpfer. Ja. Und geht dann auch erstmal zum Schreibtisch, steht dann irgendwie so ein Karaffe mit Wasser. Nee. Ich packe ihn direkt und schiebe ihn raus. Monsieur, ihr habt Durst. Ihr könnt draußen so viel trinken, wie ihr wollt. Geht. Protestieren und dann schiebst du ihn ab. Wenn du das mitbekommst, wird Höber heimlich die Tür abschließen und den Schlüssel wieder einschicken. Ja. Ja, gut. Immer. Ja. Lass mal kurz vorbei, den Mann. Ja, lass ich. Und immer macht ein paar Schussseite. So, dann wird er rausbuxiert und die Tür hinter ihm wieder zugemacht. Ja, die Tür lässt sich nicht öffnen. Zu abgeschlossen. Schlüssel steckt nicht. Was? Nochmal bitte. Die Tür ist abgeschlossen und der Schlüssel steckt nicht. Wo ist der Schlüssel denn? Wenn du das immer fragst, immer. Ich habe ihn irgendwo hingelegt. Moment, irgendwo muss er doch sein. Monsieur, ich habe einen Zweitschlüssel, er liegt dort oben auf dem Schrank. Ah, ja, okay. Dann geht mal immer in das Zimmer und guck mal auf dem Schrank. Vielleicht liegen hier noch wertvolle Sachen rum, zusätzlich zum Schlüssel. Ja, kannst wohl noch so ein paar antike Masken aus Winsalt erkennen. Kann man auf dem Schwarzmarkt sicherlich auch verkaufen. Ja, immer überlegt sozusagen zwei der Masken sozusagen auf den Schreibtisch, sozusagen, dass der Dünn das erstmal nicht sieht und schnappt sich einen den Schlüssel, geht zu dem Mann wieder zurück und gibt ihm den Schlüssel. Hier, bitteschön. Sagt der total vermüllte Oma Ömer, der seinen Turban über das Gesicht gezogen hat. Und geht wieder zurück zu den Masken. Und setzt sich dann, wenn der Typ anscheinend raus ist, die Tür wieder zu ist, dann setzt er sich eine der Masken auf. Boah. Pass auf, ich boxe ihn. Und eine der anderen Masken reicht der Ragnar. Ich will auch so eine Maske. Also ja. Man hat das in Ragnars Augen schon gesehen, dass der so eine Maske haben will. Und dann setzt sich auch eine dieser Masken aus. Ja, würfel mal alle beiden ein W12, Entschuldigung. 11. 8. Ah, schauen wir mal nach. Die. War bestimmt nicht die beste Idee, aber gefällt mir. Egal. Ragnar hat eine innere Maske und. Ömer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Eine Zahnmaske. Keine Ahnung, das muss man im Inventar schreiben. Iolaus greift auch einmal zu, eine Maske von Travia. Gefertigt aus Winsalt. Wow. Ja. Wir sind ich trage meine Zartheater. Ich würde auch noch einen für die beiden Zwerge, also ich würde noch zwei für die beiden Zwerge mitnehmen. Also falls sie die aufsetzen wollen. Das denn? Ja, damit uns niemand erkennt. Oh. Da reicht dir die 10. Bereine und Zar. Was denn für. Mir sagt das Gesicht vermutlich einfach gar nichts, oder? Wahrscheinlich nicht. Ist leicht orange angemalt. Keine Ahnung. Das sind Theatermasken. Einfach aufsetzen. Aha. Aber die passt mir gar nicht. Die ist ja gar nicht breit genug. Ah, das passt. Bisschen quetschen hier und da. Tut mal ein bisschen das Fett da von seinem Gesicht da rein. Der Bart da unter weg sieht vielleicht ein bisschen obskur aus, aber. Setzen wir jetzt Masken auf. Wenn die Herren dann also wohl verkleidet sind, weiter bitte. Ja, dann los geht's. Also ja. Wenn die das sagen, dann mache ich das sogar. Es geht weiter. Rein in die Umkleide. Könnt durch das durch die mittlerweile verlassene Umkleide hindurchgehen. Überall irgendwelche Federboas und verschiedene Kostüme, Mäntel, Kunstwaffen aus Holz oder so etwas, die ihr euch dann da nehmen könntet, wenn ihr wolltet. Und dann seht ihr einen Vorhang, der dann wohl zur Hauptbühne führt. Möchtet ihr den von hier aus noch irgendwie? Jetzt von hier aus noch irgendwie weiter oder war es das? Nee, von hier aus nicht. Einmal durch die Umkleide durch und dann könntet ihr auf die Hauptbühne gelangen. Dann müssen wir wohl auf die Bühne. Gut, ich weiß nicht, wer dahinter sein wird. Also gehen wir entsprechend zügig vor. Ja, machen wir mal eine Laufreihenfolge fest. Vielleicht wird das ja wichtig sein. Ich und der Zwerg werden zuerst rausgehen. Die Magier dahinter, dann ihr beide. Sehr gut. Wir machen das mal so. Achso, gut. Immer wollt ihr ganz hinten, genau. Achso, okay, also hintereinander und
keine zwei Jahre. Ja, teilweise vielleicht auch ein bisschen versetzt zueinander, ja, aber im Endeffekt ungefähr so. Also Ragnar schaut sich auch immer wieder um, so was so da rumsteht, ob man da noch irgendwas gleich mitgehen lassen kann. Aber wahrscheinlich auf diesem Durchgang wahrscheinlich. Deswegen sind wir die letzten beiden, damit du das hier mitgehen lassen könnt, ihr das vorher nicht mitkriegen. Ja. Also ihr könnt euch hier Kostüme von bis aufschreiben. Ihr könnt hier jeglichen Eskort. Aber wenn das aussieht, dass so ein Kostüm da irgendwie so ein paar Edelsteine dran hätte, dann werden die abgezupft eben schnell, die Edelsteine, und nur die Steine eingesteckt. Ja, vielleicht sind es auch also, Halbedelsteine, vielleicht auch irgendwelche. Ihr findet hier auch einen Mantel, der Kaiserin gehört. Da sind dann, zumindest sind da schimmernde Steine dran. Ob das jetzt echte Edelsteine sind, das werdet ihr bezweifeln. Schimmernde Steine sind genau das, was wir einstecken wollen. Gut. Genau. Also, weißt du was? Ich werde mich einfach mal der allgemeinen. Ich werde mich einfach der allgemeinen Stimmung beugen, mir die auffälligste Feder nehmen, die ich finden kann, und an den Helm stecken. An den Helm? Badass! Welche Farbe? Weiß-braun. So nach dem Motto Greifenfeder. Greifenfeder. Also, wie gesagt, ihr könnt hier einen Bettler vortäuschen, ihr könnt hier den gesamten Hofstaat von Gareth vortäuschen. Alanfana Granten mit geschlitzten Kleidern, hier ist alles, was das Herz begehrt. Gerade für Leute, die sich gerne verkleiden. Als Yalan den Vorhang beiseite zieht, so leise wie er kann, kannst du erkennen, wie dort ein Mann steht. Ein Mann, der sich zu dir umdreht, ein hochaufgeschlossener, wohlgekleideter Mit-40er. Wohlan, Recke, ich fordere euch zum Duell. Und er zieht seinen Degen und reckt ihn dir entgegen. Ich, Goldmut Quarzen. Ziehe mein Schwert. Recke es ihm entgegen. Und ich, Ritter Greifenmund, nehme an. Ihr werdet mir nicht entkommen. Aha, das werden wir noch sehen, wer hier wem entkommt. Komm ran! En garde, ruft er dir hinzu. En garde! Ich habe ihn einmal aufgedeckt. Möchtest du auf die Bühne stürmen? Ja. Gut. Dann, so viel zum Heimlich. Sturmangriff oder wir sind jetzt hier irgendwie in einem Duell. Ich renne die Treppe hoch, so auf doppelte Klingenlänge, bis ich bei ihm bin. Bleib dann stehen. Intuitionsprobe.